Aufdringliche Menschen begegnen uns allen mal. Wer Glück hat, der ist schnell wieder raus aus so einer Situation. Wer Pech hat, der muss täglich mit aufdringlichen, grenzüberschreitenden und übergriffigen Menschen klarkommen. Wie geht man damit am besten um? In Notlagen solltest du dich sofort und direkt in Sicherheit bringen. Nichts ist wichtiger als deine Sicherheit, wenn aus Aufdringlichkeit Übergriffigkeit wird. Deswegen stelle ich das auch an den Anfang, obwohl du vielleicht eher sowas wie Sätze, die folgenden fünf Grenzen erwartet hast. Aber der Übergang von Aufdringlichkeit zu Bedrohlichkeit kann fließend sein. Wenn dir deine Intuition sagt, dass jemand gefährlich ist oder werden könnte, dann höre auch auf dieses Bauchgefühl. Wenn du mit jemandem allein in einem Raum bist, gehe in Richtung Tür und somit wieder in die Nähe anderer Menschen. Bist du in der Öffentlichkeit, suche ebenfalls die Nähe zu anderen Menschen. Auch wenn sie fremd sind, können sie einen Effekt auf die aufdringliche Person haben. Soziale Kontrolle kann jemanden davon abhalten, verbal oder physisch übergriffig zu werden. Und wenn es wirklich bedrohlich wird, dann bitte um Hilfe. Niemand darf dich gegen deinen Willen anfassen. Niemand darf dich zusammen brüllen oder nötigen, eine Antwort zu geben oder eine Handlung durchzuführen. Ich weiß, viele Menschen haben Angst, dass sie unhöflich wirken könnten. Aber genauso haben viele Menschen eigentlich ganz natürliche Instinkte, die ihnen sagen, wenn etwas nicht stimmt. Einem Menschen gegenüber möglicherweise unhöflich zu wirken, ist tausendmal besser, als am Ende traumatisiert aus einer Interaktion herauszugehen. Zeige Verständnis für aufdringliche Menschen. Na großartig, da habe ich euch gleich alle wieder verloren, oder? Von Lauf zur Not weg zu Sei nett zu aufdringlichen Menschen. Das ist schon eine krasse Kurve. Ich will aber kein 0815-Listenvideo machen, das dir ausschließlich genau das sagt, was du schon weißt bzw. unbedingt hören willst. Empathie ist wichtig. Und manch ein Mensch, der aufdringlich wirkt, merkt das nicht und sieht in dir einfach einen guten Menschen, der vielleicht mal zuhört, wenn es sonst keiner tut. Das ist nicht leicht zu erkennen, ich weiß. Aber jeden Menschen sofort abzublocken, ist halt auch nicht so richtig die Lösung. Sieh es am besten so. Wenn du zwischen den Menschen unterscheidest, die ein bisschen stumpf sind und etwas nerven, und den Menschen, die dich einfach nur benutzen wollen, dann kannst du anschließend auch selbstbewusster auftreten. Du weißt, dass du kein arroganter oder generell abweisender Mensch bist. Du bist nur jemand mit Grenzen, der sich nicht verarschen lässt. Gerade da viele Abonnenten hier introvertiert sind, vermute ich ohnehin, dass wir uns mit einem Urteil eher zurückhalten und zunächst beobachten, um unsere Meinung zu bilden. Ich finde es super, wenn wir dabei nicht alle Menschen, die etwas lauter oder mitteilungsbedürftiger sind, in einen Topf werfen. Sitze es aus. Ja, manchmal kann es sinnvoll sein, einfach zu lächeln und zu winken, Männer. Stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Wenn du weißt, dass Widerworte dein Leben schlimmer machen, dann sag sie nicht nur deshalb, weil du es kannst. Ich weiß, gerade wenn man gut mit Worten umgehen kann und schon genervt ist, ist es verführerisch, jemanden die Leviten zu lesen oder einfach zu sagen, dass er endlich die Schnauze halten soll. Aber im Job, auf Familienfeiern, unter Freunden, ist das manchmal einfach nicht der richtige Weg. Wenn es nur um eine einzelne Veranstaltung geht, dann kann es besser sein, einfach etwas auf Durchzug zu stellen. Wenn jemand immer wieder zu persönliche Fragen stellt, dann weich halt aus. Wenn jemand immer wieder zu nahe kommt, einfach etwas zurücklehnen oder sich entschuldigen und auf die Toilette gehen. Manchmal wird dann schon der Nächste zugelabert und wenn nicht, ist das Wiederhinsetzen eine gute Gelegenheit, den Sitzplatz etwas zurückzuverlegen. Das Leben ist zu kurz, um sich von Energieräubern belagern zu lassen. Aber das Leben ist auch zu kurz, um ein riesiges Drama oder Streit auszulösen und möglicherweise Monate oder Jahre lang noch mit jemandem klarkommen zu müssen. Manchmal rettet uns eine Stunde Stillsein vor mehr Drama. Okay, jetzt endlich das, wofür du hier bist. Mach einen sanften Abgang. Das war ja eben schon mit der Toilettenausrede angedeutet worden. Viele aufdringliche Menschen suchen nicht speziell deine Aufmerksamkeit, sondern irgendwelche. Wenn du nicht mehr vor ihnen stehst, hast du also auch keinen Wert mehr für sie und sie suchen sich jemand Neues. Sorry, ich muss jetzt leider los. Ich habe noch einen Termin. Ach, ich habe ganz vergessen, ich muss noch jemanden anrufen. Das sind alles Ausreden. Aber sie sind in der Regel damit verbunden, dass du aufstehst oder weggehst.
Nur die ganz, ganz stumpfen Exemplare werden dir dann nachlaufen oder einfach weiterreden. Die gibt es auch, glaub mir, das weiß ich nur zu gut. Dann musst du natürlich deutlicher reagieren. Aber wie gesagt, manchmal ist den eigenen Stolz kurz runterzuschlucken der beste Weg, um ein Problem hinter sich zu lassen. Ähnlich nützlich kann es sein, andere Leute mit in die Situation zu holen. Freunde, Kollegen. Es kann schon helfen, nicht der alleinige Fokuspunkt für die aufdringliche Person zu sein. Ich sollte jetzt wahrscheinlich sagen, dass jeder nur für sich selbst verantwortlich ist. Aber wenn du dir echt nicht vorstellen kannst, jemals jemandem einfach zu sagen, dass du keine Lust hast, dich zu unterhalten, ja, dann kann es situativ schon sinnvoll sein, jemanden an deiner Seite zu haben, der das übernehmen kann. Jemand, der ganz klar sagt, gut, wir gehen jetzt. Oder auch, die Frage ist unangebracht, halt mal etwas Abstand. Dass sich auf andere zu verlassen nicht die beste Lösung ist und man lieber lernen sollte, selbst Grenzen zu setzen, ist hoffentlich klar. Und ich bin ein für viele überraschend konfrontativer Mensch, also ärgere ich mich manchmal, wenn ich sehe, dass sich manch einer nicht selbst verteidigt. Aber genau deshalb bin ich dann auch bereit, mal einzuschreiten. Und viele andere Menschen sind es auch. Wenn ich mit diesem Video möglichst viele Menschen ansprechen möchte, komme ich nicht drum herum, auch davon auszugehen, dass manch einer Konfrontation um jeden Preis vermeiden will. Daran ändert sich auch nichts, egal wie sehr ich mir wünschen würde, dass ihr alle die Kraft habt, eure Zeit notfalls auch mit glasklaren Worten und Aktionen zu verteidigen. Gib nichts von dir preis, woran sich die andere Person festbeißen kann. Das ist jetzt schon deutlich sensibler anzugehen als eine Ausrede oder einen Gang auf die Toilette. Wer wiederholt mit aufdringlichen Menschen zu tun hat, der muss clever sein. Erzähle nicht, was du mit deinem Leben machen willst, was dich nachts wach hält oder in wen du verliebt bist. Erwähne nicht deinen Garten, deine Adresse oder deinen Sportverein. Oh, ich merke gerade, ich empfehle dir somit, oberflächlichen Smalltalk zu machen. Tja, gib wohl für alles ein erstes Mal. Aber wirklich, aufdringliche Menschen riechen Schwäche und Drama auf 5 Kilometer Entfernung. Klar, einige sind dabei auch harmlos und einfach nur neugierig. Aber es gibt auch genug Nervköpfe, die wieder und wieder Kontakt suchen oder die persönliche Details gegen dich verwenden wollen. Und genauso solltest du dich nicht mit dem Schicksal der Person befassen. Nicht jeder aufdringliche Mensch will mit dir lästern oder dir an die Wäsche. Manche wollen ihren emotionalen Ballast bei dir loswerden. Dafür bist du nicht hier. Sowas kannst du für Freunde, die Familie oder einen Partner leisten, aber noch nicht für Menschen, die deine Zeit und Aufmerksamkeit verlangen. Die glauben, ein Recht darauf zu haben, dass du zuhörst. Das ist unhöflich und belastet dich nur. Also frag auch nicht nach. Das Wetter, die Bundesliga, das Verkehrsaufkommen und die Musikcharts sind deine besten Freunde in solchen Momenten. Aufdringliche Menschen wollen etwas von dir. Und zwar deine Aufmerksamkeit. Je weniger du gibst, umso uninteressanter wirst du. Ganz besonders solltest du aufpassen, dass du so jemanden nicht bestätigst. Wenn jemand hört, dass du auch so sauer auf die Politiker bist oder die eine Kollegin so hasst oder so unter Rückenschmerzen leidest, dann nährst du eure Beziehung. Wo du nur höflich sein willst, sieht jemand die Möglichkeit, sich auszulassen oder nachzubohren. Da ist natürlich das Problem, dass wir bei nicht aufdringlichen Menschen gerne Gemeinsamkeiten finden. So entstehen schließlich interessante Gespräche. Aber wenn du bei jemandem schon ein ungutes Gefühl hast, dann ist jede Form von emotionaler Nähe ein Brandbeschleuniger. Wenn jemand wirklich immer wieder deine Arbeit stört, viel zu persönliche Dinge fragt oder dir körperlich auf die Pelle rückt, dann ist das Ende der Höflichkeit erreicht. Denn glaube mir, viele aufdringliche Menschen sind nur deshalb noch nicht zu sozial Ausgestoßenen geworden, weil es immer doch noch jemanden gibt, der aus Höflichkeit keine Grenzen setzt. Ich bin total dafür, dass wir alle netter zueinander sind. Aber man kann einen Anspruch auf Höflichkeit auch verspielen. Setze Grenzen und sprich sie aus. Ich weiß nicht, wo diese Grenzen für dich liegen. Und es ist immer etwas albern, wenn jemand versucht, perfekt allgemeingültige Tipps zu geben. Klickt sich natürlich besser, aber ob du bereit bist, dem einen redseligen Kollegen mal 10 Minuten ein Ohr zu leihen oder nicht, das hängt doch von dir ab. Das ist weder grundsätzlich gut noch grundsätzlich schlecht. Heißt aber natürlich auch, dass du schon selbst entscheiden musst, wann du Halt, Stopp sagst. Und Halt, Stopp! Jetzt hallo, reicht es! Hallo, nein, nein, jetzt red ich! Und du kannst diese Grenzen dann eben nicht nur in deinem Kopf setzen, du musst sie auch aussprechen. Aus gleich 2 Gründen. Zum einen, weil du dich sonst nicht selbst schützt.
Je länger du wartest, umso mehr belastet dich die Situation und du trägst die Probleme und den Stress auch mit dir rum, wenn die Person gar nicht anwesend ist. Zum anderen ist es aber auch so, dass du der Person die Chance gibst, ihr Verhalten zu überdenken. Das klappt nur ganz, ganz selten. Aber es gibt diese Situation. Wenn du sagst, du findest Fragen über deine Kinder unangebracht, dann bekommst du vielleicht eine Entschuldigung. Wenn du sagst, du findest es nicht gut, dass sich jemand immer so dicht an dich ransetzt, dann rückt jemand ab und erklärt, dass er darüber gar nicht so nachgedacht hat. Und wenn jemand hört, dass du eine Grenze setzt und dann lacht, jammert oder poltert, dann weißt du nun endlich, dass es Zeit wird, richtig auf den Tisch zu hauen. Verteidige deine Grenzen. Deshalb solltest du lange vorher schauen, ob jemand nur etwas schlecht darin ist, den Mund zu halten oder dich wirklich wie ein Energievampir aussaugt. Daraus ziehst du nun das Selbstbewusstsein und die Überzeugung, jemanden wirklich zurückzuweisen und Distanz aufzubauen. Ich weiß nicht, wo die Grenzen für dich liegen. Ich weiß aber, dass sie relativ wertlos sind, wenn du nicht bereit bist, sie im Ernstfall auch zu verteidigen. Es gibt Menschen, denen kannst du ins Gesicht sagen, dass sie übergriffig sind und sie machen einfach so weiter. Oder sie erklären dich zum Sensibelchen oder zur Spaßbremse oder zum Fiesling. Wenn du deinen Teil gesagt hast, dann ist dein Job erledigt. Geh wirklich weg, wenn jemand das Gespräch sucht. Halte ein Objekt wie eine Tasche oder ein Glas zwischen dich und jemanden, der wieder zu nah an dich herankommt. Blockiere auf Social Media. Und such dir Unterstützung von Menschen, denen du bereits erklärt hast, was das Problem ist. Und wenn das alles nichts bringt, kommen wir wieder zurück zu Tipp Nummer 1. Bei dem du aufpassen musst, nicht allein mit der aufdringlichen Person zu sein. Bis zu dem Punkt, an dem du auch lautstark um Hilfe von anderen bitten musst. Zum Glück ist das nur der absolute Ausnahmefall. Weil das Thema so komplex ist, erscheint dazu bald noch ein weiteres Video. Das soll dir speziell helfen, falls du noch zögerlich bist, wenn jemand zu aufdringlich wird. Wie gesagt, ich weiß ja, dass viele, die diesem Kanal folgen, Schwierigkeiten damit haben, auch mal knallhart durchzugreifen. Das ist okay, dafür gibt es von mir keine Verurteilung, sondern eben hoffentlich etwas Hilfe und ein paar neue Blickwinkel. Der beste Weg, um das zweite Video nicht zu verpassen, ist jetzt, den Kanal zu abonnieren.